Mindener Tageblatt. Ja, schönen guten Tag, mein Name ist Thomas Kucharski, ich bin der Teamkapitän der Kochnationalmannschaft der Bundeswehr, bin gleichzeitig auch Chef des Hauptgangs und werde für Sie heute quasi einen Hauptgang zu Weihnachten machen. Wir machen ein im Ganzen gebratenes Roastbeef mit Kräutern. Dazu machen wir eine Portweinsoße, einen skandinavischen Rotkohlsalat mit Lauchzwiebeln und als Garnitur machen wir eine Zimt-Pfefferhippe. Als erstes nehme ich mir eine kleine Schüssel, nehme mein Eiklar und werde es leicht anschlagen. Nicht ganz schaumig, nur etwas. Dann nehme ich mir das Ei, das trenne ich jetzt nochmal. Ich brauche jetzt nur das Eigelb. Zum Eigelb tue ich jetzt eine kleine Prise Salz, ein wenig von dem Zimt. Da wirklich bitte vorsichtig sein, nicht zu viel Zimt nehmen, sonst wird es nämlich wirklich zu zimtlastig. Dann nehme ich mir meine Butter, da mache ich da auch gleich mit rein. Am besten Zimmertemperatur oder wenn Sie eine Mikrowelle haben, mal kurz in die Mikrowelle schieben, damit ihr das weich ist. Dann mein Mehl, verrühre erstmal hier das Ei ein bisschen mit der Butter. So, jetzt machen wir mein Mehl da rein. Ich tue jetzt so langsam nach und nach ein bisschen von dem Eischnee rein. Eine schöne Konsistenz gleich haben, dass es schön streichbar ist. Warum, werden Sie gleich sehen. Jetzt ist die Hippenmasse fertig. Jetzt habe ich mir eine ganz ausgeklügelte Form ausgedacht zu Weihnachten. Quasi einen, ich glaube, so sieht man es besser, einen Tannenbaum. So, jetzt lege ich mir mein Förmchen auf meine Silpappmatte. Bei Ihnen wahrscheinlich das Backpapier, weil es einfach im Haushalt mehr benutzt wird als so eine Silpattmatte. Wobei ich Ihnen empfehlen kann, holen Sie sich eine Silpattmatte. Die können Sie immer wieder verwenden, die können Sie in die Spülmaschine reinmachen und ist einfach schöner, finde ich. So, jetzt werde ich das hier mal drauf streichen. Ich habe quasi meinen ersten Tannenbaum. So, jetzt nehme ich einfach meine roten Pfefferkörner, zerdrücke die ein bisschen. Nehme dieses harte Kerngehäuse, oder diesen harten Kern, der da drin ist, nehme ich raus. Weil der zwar essbar ist, aber nicht wirklich so lecker, so hart wie der ist. Rösele mir quasi nur die Schale da so ein bisschen rein, in meine Schüssel. Man kann den auch schon komplett fertig holen. Hat man dann quasi so ein bisschen rot. Und das brösel ich jetzt einfach so ein bisschen über meine kleinen Tannenbäume. So, jetzt nehmen wir uns ein Backblech, tun unsere Bäumchen drauf, schieben über 160 Grad, so 2-3 Minuten in den Ofen. Wie gesagt, dabei stehen bleiben, weil die wirklich schnell verbrennen. Und ja, jetzt schiebe ich sie rein, dann schauen wir mal, was rauskommt. So, jetzt sind unsere kleinen Bäumchen fertig. Wie gesagt, es hat nicht länger als 2-3 Minuten gedauert. Und das ist quasi das Ergebnis. So, kommen wir nun zu unserem skandinavischen Rotkohl. Und die Zwiebeln werden erstmal angeschwitzt. So, dazu tue ich jetzt erstmal schon mal eine Prise Zucker, damit es etwas ankaramellisiert. Eine kleine Prise Salz. Ein wenig Pfeffer. Und dann kommt schon der Rotkohl rein. Und da müssen Sie selber für sich entscheiden, wie Sie den Rotkohl haben
wollen, ob sie ihn recht weich haben wollen oder wie es in Skandinavien eigentlich ist, dass er noch wirklich schön Biss hat. Das mag ich persönlich lieber. Der wird jetzt einfach in der Pfanne mit angebraten. So, dann den Essig mit dazu. Jetzt zum Schluss kommt die Lauchzwiebel zu. Wirklich alles rein. Das macht den Rotkohl schön frisch. Und dann auch ruhig schon die Hitze wegnehmen komplett. Und dann kurz vor dem Anrichten dann nochmal abschmecken. Mit ein bisschen Zucker, eventuell noch ein bisschen Pfeffer. Ja, das ist der skandinavische Rotkohl aus der Region Stavanger.